der Weg zu deiner inneren Heimat. Du hast inzwischen gelernt, dir durch die Vorstellungskraft Bilder zu erschaffen und sie dir so lebendig als möglich auszumalen. Vielleicht ist es dir auch schon gelungen, die dabei erscheinenden und destruktiven Gedanken und Gefühle oder Emotionen zu bemerken und diese aufzulösen, indem du sie anerkennst und verinnerlichst. In uns sind sämtliche Aspekte des Lebens verankert. Das heißt, jegliche Gefühle, Gedanken und Emotionen in allen Facetten. Ein Gedanke zum Beispiel, dass du jemanden etwas Schlimmes antun könntest oder Ähnliches, kann dabei sein. Das heißt noch lange nicht, dass du es auch lebst oder ein böser Mensch bist. Wichtig ist, durch deine wachsende Aufmerksamkeit zu erkennen und zu akzeptieren, dass es ein Teil von dir ist. Wenn dir der Begriff Autosuggestion oder zu Deutsch Selbstbeeinflussung bekannt ist, weißt du, dass dein Unterbewusstsein eine große Rolle spielt in deinem Leben. Vieles, was du in deinem Leben bisher erfahren hast oder wie sich dein Leben bisher gestaltet hat, hast du deiner eigenen Schöpferkraft zu verdanken. Nun erkennst du, wie wichtig es ist, die Aufmerksamkeit zu deinen Gedanken und Gefühlen, zu dem, was du tust oder sagst, zu lenken. Keine Sorge, nur weil du niedrige Gedanken hegst, zeigen diese noch keine Wirkung in deinem Leben. Erst wenn du sie stärkst mit Gefühlen, Emotionen oder ständiger Wiederholung, zeigen sie ihre Wirkung im Außen. Stell dir vor, du hältst ein Gewicht in der Hand. Je länger du es in der Hand hältst, desto schwerer wird es und verursacht irgendwann Schmerzen in der Hand. Du siehst, ab und zu dunkle Gedanken zu haben, ist nicht das Problem. Nur das ständige Wiederholen. In der 7. Übung darfst du lernen, deine bisherigen Denkmuster zu erkennen und sie in für dich förderliche Gedanken und Vorstellungen umzuwandeln. Würdest du nicht gerne deine jetzige Lebenssituation so ändern, dass du ein gesundes und freudvolles Leben führst? Dann ist jetzt die beste Möglichkeit dazu. Wie schon erwähnt, nur durch stetiges Üben und Wiederholen kommst du den Bildern in deinen Vorstellungen und Gedanken näher. Suche dir wie inzwischen gewohnt einen Platz, an dem du dich in einer aufrechten Haltung zur Ruhe begeben kannst. Gib dir, wenn möglich, 15 bis 30 Minuten Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Ohne Musik oder Sonstiges. Spüre, wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Jedes Geräusch bringt dich nur noch mehr in eine angenehme Entspannung. Die Herausforderung diesmal ist es, dich auf dein bisheriges Leben zu konzentrieren und dir bewusst zu machen, welche Denkmuster und Vorstellungen dich zu deinem heutigen Leben geführt haben.
Dabei solltest du möglichst neutral alles betrachten, was dazu geführt hat, wie sich dein Leben zeigt. Das Schöne dabei ist es zu wissen, dass du selbst der Schöpfer für dein zukünftiges Leben bist. Mit allem, was dazugehört. Und du selbst entscheidest, was du willst und was nicht. Auch hier darfst du wieder in stetigen Schritten beobachten, wie sich dein Leben immer mehr dahin gestaltet, wie du es dir schon öfters vorgestellt hast. Nun wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.